Solasta. Eine neue Folge steht an. Wir sind auf der Map und wollen jetzt hier oben hinreisen zu unserem Ziel Koparan. Weil wir auch nichts woanders hin dürfen. Eigentlich würde ich gerne nochmal zurückreisen hierhin, weil wir ja so coole Rezepte haben, aber das Spiel lässt uns nicht. Wir müssen hierhin. Also reisen wir dahin. Spielereignis. Asche von Manakalon. Beim Durchqueren der Schreckenslande Richtung Koparan hat Kytaela sich gebeten, an einer alten Ruine Halt zu machen. Okay. Deswegen wahrscheinlich können wir nirgendwo anders hin, weil dieses Spielereignis triggern soll. Yes. This is the place. What do you mean? But it's impossible. How do you feel? I propose we set up camp and get some rest. I don't think that's a good idea. I must find the master. Shouldn't we go to Koparan? I say we go. Yes. Was findet das Koparan? Achso, neues Ziel. Findet das Koparan-Tal der Erinnerung? Ja, hallo, wir waren da gerade unterwegs. Auf einmal müssen wir hier Stopp machen. No slaves, no gates. This travel is exhausting. Keine Sklaven, ja. Genau. Achso, okay, wir gehen jetzt einmal hier durch, einmal um so ein bisschen was zu erleben, ein bisschen Story zu erleben. Und hier geht es wahrscheinlich dann weiter mit unserer Reise, ne? Das Orakel? Alter, was denn jetzt? Spielereignis. Verliese von Manakalon. Kytaela hat euch erneut, hat gemacht und darum gebeten, ein Gebäude zu betreten, das wie ein altes Reichsgefängnis aussah. This is the place. I have a bad feeling about this. Where am I? Are you kidding me? I must find the master. Are you okay? Yes. We just want to help. She's crazy. Damn right. Let's get on with it. This is the place. This is the place. This is the place. Sie sagt irgendwie immer nur dasselbe. Das ist wirklich ein bisschen strange gerade. Aber wir haben hier eine Truhe. Wir können hier mal, das Licht anmachen. So. Was ist das da? Das ist eine Rune oder sowas. Oder irgendwo zum Drücken. Ein Wandschalter, sowas. Kann ich auch nichts machen, weil nichts passiert. Aber wir können die Truhe hier nutzen. Das machen wir mal. Die Truhe. Und es hat nicht geklappt. Ein präparierter Krummsäbel. 141 Schaden, ein Dolch. Benutzt irgendwo Dolche? Ja, ich glaube nicht, ne? Hm.
Frostbrand-Langschwert. Achso, ein Langschwert haben wir ja nicht. Achso, ja gut. Hm. Ja, das ist ja immer noch die Frage, aber da kümmern wir uns dann, wenn wir soweit sind, das machen können. Drum, ne? Weil wir müssen jetzt mittlerweile erstmal hier wieder... Also wir müssen ja hier den Weg gehen. Und jedes Mal werden wir unterbrochen. Ich sag's euch, das passiert gleich nochmal. Spielereignis, unerwartete Begegnung. Du bist auf eine Karawane getroffen. Ein seltenes Ereignis in diesen öden Landen. Okay, das ist aber etwas, was nicht von ihr getriggert wurde, sondern wir sind einfach auf eine Karawane gestoßen. Vielleicht können wir da ja was kaufen, was wir brauchen zum Craften. Eventuell. Ah, das ist so keine Karawane, auf die wir gestoßen sind. Ich glaube, das sind auch eher Feinde. Ah, nee, tatsächlich. Reisender Händler. No time to chat, sorry. Willst du mich verarschen? No time to chat, sorry. Aber irgendwer will doch bestimmt mit mir handeln, oder? To buy something, ask Galar. Ja, aber wer ist das? We're packing, sorry. I'm busy. Go see Galar. Wer ist Galar? Ach da. Oh, wir hören ihn so. Okay, doch Feinde, aber der Galar ist mit unserem Team drin. Oder auch noch die anderen Händler? Ne, die anderen scheinen... Doch, oder? Na, sieht nicht danach aus, aber es sind drei Feinde. Eine, ja, die haben alle so leuchtende Augen. Gruselig, aber... Ich denke mal, das kann ich noch. Crit, oh nice. Ja, machbar alles. Der hat schon hart viel Leben verloren. Und dann würde ich sagen, ihm verpassen wir so ein Ding. Guck mal, die sind auch in der Sonne, ne? Das würde ich auch sagen. Das heißt, dieses eine Schwert, was ich erstellen würde, würde jetzt hier auch noch den Leuchteschaden machen. Das wäre hier richtig nice. Quit. Oh, cool, gelähmt. Sophie hat das jetzt nicht gemacht. Ah, da ist auch noch irgendwo eine.
Kommt von hinten. A telling blow. Kritisches Denken, ja. Was, habe ich 2 kritische Treffer gemacht? Oder was? Also wieder ein Crit. Holy shit. Wir sind hart am Critten. Da unten ist der andere. Schlafen? Ja. Nee, geht nicht. Okay, kann ich nicht sehen, ja. Try again. Ja, ich kann jetzt hier umswitchen. Go on. Ah, das hat er Erfolg gehabt. Deal with it. Kann ich dieses Ausdruck zeigen? Entscheidende Charakter. Okay, die beiden sind entscheidende Charaktere. Das heißt, wenn der einer stirbt, dann ist Game Over. Aber egal. Das wird so bald gar nicht kommen. Perfekt. A timely arrival. Many thanks for your help. Clear skies, friend. What's going on here? Those fellows joined my caravan at Copperan. A couple of hours ago, this man stumbled on our path, almost dead. No healing could help him, so I put him in a tent. And I was about to send word to Copperan. Copperan? That's where we're going. Then perhaps you could do me a favor. A favor? Of course, I'll see that you're rewarded. Almost dead? Sick? No. Wounded. Deep wounds. Ripped open, as if by sharp claws. We found him near the road. It looked like he had crawled there. Claw wounds? And no healing could help him? That's right. The wounds were oozing. It's a wonder he was still alive. Why send word?
Because this man was a corporal on the Copperan Watch. You want us to take word of his death to Copperan? Yes. Take this note and his personal effects to Sergeant Nikkanen. Have him countersign the note, then see my agent. He is the owner of the General's store. Meanwhile, get some rest and share our camp. We can even sell you some equipment. Many thanks for your hospitality. Ja, wir können verkaufen. Und kaufen. Das wollen wir doch gleich mal nutzen. Prachtvoller Dolch. Niemand nutzt Dolche bei uns. Juwel. Ja, ich glaube, das können wir verkaufen. Ich verkaufe jetzt erstmal, also die Sachen hier sowieso nicht. Weil das sind Crafting-Dinger. Warte mal. Gegenstände, die du beim Laden verkaufen kannst. Okay, mache ich. Ja, das war... Achso, ein Missionsgegenstand. Okay, nee, dann nicht. Ah, das ist... Das macht ein wenig... Ah, nee, die Sachen verkaufen wir mal nicht. Hier gucken wir mal. Das weg, das weg. So viel kriegen wir hier gar nicht weg. Macht so wenig aus. Ja, er hat hier so viele Zauber, ne? Ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal so ein bisschen was von den Zaubern ausführen, weil sonst gammeln die hier die ganze Zeit nur rum. Oder verkaufen. Interessant. Ja, nee, das lassen wir so abschließen. Ja, guck mal, hier haben wir aber sowas zum Beispiel. Das können wir alles verkaufen. Das. So, und er hier hat sowas hier. Oh, hier haben wir noch ein Zutatenbuch. Können wir irgendwie was an Zutaten kaufen? Nee, wir können einen Rationsbeutel kaufen. Wobei, ich glaube, da haben wir aber genug von. Ja, wobei, wir können vielleicht... Wir können vielleicht doch mal ein paar Zauber verkaufen. Also ich meine zum Beispiel sowas wie... weiß ich nicht. Schildwirken, ja, okay. Wir können aber selber uns irgendwie mal so verteidigen. Wundheilung, ja. Ganz viele Tränke, die ich eigentlich nicht benutze. Einfaches Gift.
Ach so, das ist Auftragen. Verbrauchsgegenstand zum Auftragen, aber das. Na gut, vielleicht auf, macht für ihn vielleicht nicht so viel Sinn. Dann könnte man das abgeben. Kleines Kästchen. Achso, Missionsgegenstand, okay. Das kann man noch verkaufen. Ja, ansonsten. Hier sind noch genug Pfeile bei dem. Bei ihm hier. Er hat auch noch genug Pfeile. Er hat auch noch hier so diese Wurfspeere benutzt. Eigentlich, ich kann mir ja nicht. Können wir gar nicht verkaufen. Mal hier, wenn ich das mache, dann funktioniert es nicht. Oder hat er kein Geld mehr? Aber wir können hier Magie entdecken, zum Beispiel machen. Da ist irgendwie Magie drauf. Ja gut, jetzt haben wir das da gemacht. Ja gut, das ist nicht so ergiebig, ne? Ich meine, wir haben eigentlich alles und ja, mehr wird es ja nicht. Ja, Also das können wir noch verkaufen. Und das ja auch. Ja. Das ist ein Präparierbogen, den können wir zum Craften benutzen. Ach, das können wir noch verkaufen. Krummsäbel. Ha, so können wir die loswerden. Ja, okay. Ist aber dann geschenkt für den, ne? Na gut. Dann ist es wohl so, ne? Dann müssen wir damit jetzt leben. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Rast. Warum sollten wir eine Rast überhaupt einlegen? Weil wir einmal so ein bisschen gedamaged wurden. Ich glaube, das reicht. Oh, ja, nö, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Ich dachte nur, wenn wir jetzt eine Rast einlegen, dann können wir irgendwie weiterreisen. Aber ich glaube hier nicht. Ich guck mal auf die Map. Was sagt die Map? Wie kommen wir aus diesem Gebiet wieder raus? Ich glaube, wir müssen rasten, oder? Ah, ne, da kommen wir wieder raus. Okay. Na dann ist ja alles in Ordnung. Hey, wir sind endlich angekommen. Krass. Oh, das sieht aber nach einer Stadt aus, nach einem coolen Dorf, das heil ist. Nach einem neuen Dorf. So wie bei uns, unser Hub quasi. Das ist cool. Mal was Neues zu sehen. Klicke oder drücke eine beliebige Taste. Ja, ich drücke eine. Klicken wir mal.
Stell den Brief zu. Okay, so krass. Und stadtmäßig sieht das jetzt... Ach doch, wir müssen erstmal in die Stadt rein. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal Pause. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Mal sehen, ob wir da reinkommen in die Stadt und was uns da so erwartet, wie besonders das dann aussieht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.